Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir den Einwurf, weil Sie ja auch uns angesprochen haben. Man muss in Europa schon mit sehr verschlossenen Augen unterwegs sein, wenn man die riesigen sozialen Verwerfungen nicht erkennt und das dann als Linkspopulismus hier auch noch darstellt. Wir haben in Europa riesige soziale Probleme, nicht nur in Großbritannien, in vielen anderen Ländern. Und das ist auch die Grundlage, warum sich die Menschen von Europa abwenden. In der Analyse war ja das, was der Außenminister heute gesagt hat, dann auch schon Linkspopulismus. Denn er hat diese Themen sehr eindeutig angesprochen, wo wir auch mal dankbar dafür sind, Herr Gabriel. Und wer die europäische Politik versteht, ist natürlich klar, es sind oftmals Nationalregierungen, die aber eine sehr große Rolle spielen, wohin sich europäische Politik entwickelt. Es war zum Beispiel das Schröder-Blair-Papier, das zu einem europaweiten Sozialabbau geführt hat, wo auch von den Grünen und von Joschka Fischer unterstützt worden ist. Natürlich war das dann auf einmal Grundlage auch europäischer Politik, diese Angriffe auf Gewerkschaften und Arbeitnehmer. Deshalb, es waren immer Nationalregierungen, die auf europäischer Ebene dafür gesorgt haben. Deshalb, der Ball gehört in beide Richtungen, an die jeweiligen Regierungen und nach Europa zu den Staats- und Regierungschefs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Verhandlungen mit Großbritannien wird die erste entscheidende Aufgabe aber sein, dass es verbindliche Lösungen für die vielen Menschen braucht, die von der EU in Großbritannien leben, aber auch die britischen Menschen, die in der EU leben. Hier braucht es klare Ansagen, dass diese Menschen dort bleiben können, wo sie sind, dass sie dort arbeiten, wo sie sind, und es braucht gute Lösungen auch für ihre Sozialversicherung. Und es wurde schon angesprochen, wir brauchen auch relativ schnell, bevor es zu neuen Unruhen kommt, auch Sicherheit in der Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland. Die Verhandler müssen früh dafür sorgen, dass hier keine neue Hard Border entsteht mit allen Problemen, zu denen das auch führt. Neben dem Austrittsabkommen, Herr Gabriel, wird es aber auch ein umfassendes Handelsabkommen geben. Starke und berechtigte Interessen an guten gegenseitigen Marktzugangsbedingungen gibt es schließlich auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Es wäre daher witzlos und falsch, aus Trotz und Angst vor Nachahmern die Briten abstrafen zu wollen. Ein schlechter Deal für Großbritannien wäre auch ein schlechter Deal für uns, auch gerade wir in Deutschland. Schauen wir uns auf die Bedeutung der deutschen Wirtschaft. Die deutschen Exporte nach Großbritannien belaufen sich auf jährlich fast 90 Milliarden Euro. Damit ist Großbritannien unser drittwichtigster Absatzmarkt. Gerade im Automobilsektor, aber auch in der Chemieindustrie und im Maschinenbau hängen sehr viele Arbeitsplätze vom Marktzugang auf der Insel ab. Bekennen wir uns also zum Wunsch einer starken Kooperation in Europa und beginnen konstruktive Gespräche über unsere gemeinsame Zukunft mit Großbritannien. Was aber die Zukunft der EU angeht, ich habe es angesprochen, müssen sich auch die restlichen 27 EU-Länder die Frage stellen, warum es dazu gekommen ist. Denn der Brexit ist unseres Erachtens der letzte Warnschuss, um Europa noch zu retten. Wer das nicht erkennt, wer das nur auf die Insel bezieht, auf Großbritannien, der wird Europa in eine noch tiefere Krise führen, wie sie eh schon ist. Die entscheidenden Stimmen kamen von den Arbeitern in den Gebäudeindustriemetropolen, von Menschen, die mit der EU vor allem noch mehr Wettbewerb zwischen den Arbeitern, verschiedenen Standorte, Lohndrückerei, europarechtliche Angriffe gegen ihre Rechte und Bürokratie verbinden. Der Brexit war auch Protest gegen die britische Cameron-Regierung, für die Europa nicht mehr ist als eine Freihandelszone mit Parlament. Und auch die Europavision der Bundesregierung reicht ja leider nicht viel weiter. Sie haben die bürgerferne, technokratische und unsoziale EU von heute maßgeblich mit aufgebaut. Deswegen tragen Sie eine Mitverantwortung für den Brexit und eine große Mitverantwortung für den desolaten Zustand der Europäischen Union. Und das Gerede von Frau Merkel vom Europa mehrerer Geschwindigkeiten ist auch nicht gerade hilfreich, wenn es darum geht, den Laden zusammenzuhalten. Das Problem ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die politische Richtung, die diese EU genommen hat. Die EU braucht jetzt eine politische 180-Grad-Wende. Deutschland müsste dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Daran glaubt jedoch kaum noch jemand. Ginge es nach dem Bundesfinanzminister, würden wir erstmal Griechenland rausschmeißen und die Eurozone überall verkleinern, wo nicht genügend gekürzt, liberalisiert und privatisiert wird. Dann würden wir einen europäischen Währungsfonds schaffen, der unter deutscher Führung nationale Haushaltsentscheidungen torpediert.
Und die Alternative Martin Schulz steht europapolitisch für noch mehr Macht in technokratischen EU-Institutionen, auch über die Lohnentwicklung. Er steht für eine weitere Deregulierung der Finanzmärkte, vor allem im Bereich der Verbriefungen. Und er steht für einen mächtigen Euro-Finanzminister, der quasi per Dekret in nationale Politikprozesse eingreift. Alles das steht in dem Fünf-Präsidenten-Bericht, den Schulz als Präsident des EU-Parlaments mitverfasst hat. Wir brauchen eine umfassende Demokratisierung aller Entscheidungsebenen, eine Stärkung des Europäischen Parlaments, starke soziale Rechte für alle und militärische Entspannung und Abrüstung. Wenn wir das tun, dann ist Europa zu retten, und dann war vielleicht der Brexit der unangenehme, aber noch rechtzeitige Warnschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Als nächstes spricht Axel Schäfer von der SPD-Fraktion.